Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder spektakuläre Drogerie-Alternativen für euch, die euch den ein oder anderen Euro sparen könnten, wenn ihr das ein oder andere Produkt vielleicht auch ein bisschen zweckentfremdet. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Produkte findet. Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback in den Kommentaren da und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und hüpfen direkt ins Video. Ich habe meine Pflanze aufgestellt. Mir war das ehrlich gesagt hier ein bisschen zu kahl. Ich habe neulich Videos von mir gesehen, von vor 5 Jahren. Und irgendwie hat sich mein Hintergrund bis auf diese schlecht geklebten Paneeldinger nicht so wirklich verändert. Ich will es ein bisschen gemütlicher haben. Ich will es ein bisschen lebendiger haben. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich wollte die Tage mal ins dänische Betten-Jysk fahren und da was holen. Vielleicht finde ich da irgendwas Schönes, dass ich hier das ein bisschen wohnlicher gestalten kann. Denn ich verbringe natürlich sehr viel Zeit hier und ich möchte, dass es hier auch vernünftig aussieht. Wir starten erstmal mit den offensichtlichen Produkten. Ihr wisst es, ich liebe die Mixerpflege. Ich habe hier einmal die Pantenol Comfort hautberuhigende Creme. Die steht immer im Bad oben. Hier habe ich beispielsweise die Ceramide Protect Creme. Die kann ich auch sehr, sehr gerne im Gesicht immer benutzen. Die steht meistens hier am Schminktisch. Hier im Bad habe ich noch eine andere und ich liebe die. Ne? Da ist extrem viel drin, 400 Milliliter. Ich benutze die auch oft einfach so mal zwischendrin als Handcreme, um so ein bisschen Pflege zu haben. Ich mag ja dieses Gefühl von trockenen Händen nicht. Ich meine, dass es die auch als Bodylotion gibt, also in einem Pumpspender. Jetzt hat Isana aber das hier rausgebracht vor einigen Wochen und das ist die Bodylotion Pantenol. Die hat zwar nur 10% Pflegekomplex, die hat 12%, aber auch hier ist Pantenol, Glycerin und Lipide mit dabei. Und das Ganze ist natürlich super beruhigend und sehr, sehr pflegend. Die gefällt mir tatsächlich bis jetzt sehr, sehr gut. Sie ist ein bisschen leichter von der Textur her, ein bisschen wässriger, zieht dadurch natürlich aber auch deutlich schneller ein. Und oft ist es so bei diesen unparfümierten Produkten, dass sie dann auch eklig riechen. Habe ich jetzt hier nicht das Gefühl, sie riecht einfach nach fliegenden Inhaltsstoffen und ist für den Körper vielleicht mal jetzt gerade so für die Übergangszeit, für die Beine oder so ganz gut, wenn ihr darauf Wert legt, dass es nicht parfümiert ist. Ich bin beim Körper, da habe ich gerne eine parfümierte Pflege auch. Ich mag das ganz gerne, wenn es so ein leichter Duft ist. Aber als kleine Alternative oder um sich vielleicht mal so ein bisschen an die Wirkstoffe heranzutasten, ist das eine gute Sache. Wir bleiben kurz bei Hautpflege. Ihr wisst es, ich schwöre auf Vitamin C und ich habe hier von Vichy das Lift Active Supreme Vitamin C Serum. Das kommt in einem braunen Glas. Hat so eine Drop-Pipette, ist sehr, sehr gut auch zu dosieren. Das Problem, was ich immer so ein bisschen mit Vitamin C habe, ist, es verfärbt auch so ein bisschen die Handflächen, habe ich den Eindruck. Ist aber ein sehr, sehr gutes Vitamin C Serum, ist natürlich, ne, es ist Vichy, es ist recht teuer und als Alternative nehme ich das gerne nochmal mit rein. Ihr wisst, das ist eins meiner absoluten liebsten Vitamin-C-Serien aus der Drogerie, das L'Oreal Revitalift Clinical. Hier sind 12% Vitamin C mit drin, aber auch noch Salicylsäure. Hier sind 15% mit drin. Am Ende des Tages, finde ich, ist das aber sehr benutzungsfreundlich. Du verträgst es sehr gut, es ist sehr, sehr schnell einziehend. Es funktioniert auch gut über Make-up, das tut es hier auch, aber das macht natürlich nochmal einen preislichen Unterschied. Und wenn man eine regelmäßige Routine hat, dann reicht, finde ich, auch das hier definitiv. Eine spannende Sache und da bin ich mal so ein bisschen auf eure Meinung gespannt. Vielleicht habt ihr da eine ganz andere Meinung als ich. Meine Haare, ne? Ist ja so eine Geschichte für sich. Und ich habe vor einer Weile mal das Isana Ölserum gekauft. Mit Maracuja, beruhigend, intensiv, regenerierend. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber das hat so kleine Ölperlen mit drin. Das ist ein sehr wässriges Serum und es riecht sehr, sehr gut. Im Gesicht hat mir das Ganze nicht so gut gefallen. Aber ich hatte einen Zufallstreffer und habe das für meine Haare benutzt. Bevor ich, also wenn ich weiß, okay, morgen ist Haarwaschtag oder heute Abend ist Haarwaschtag, dann nehme ich mir ein bisschen was von diesem Produkt in meine Hand, verteile das und gehe dann ganz leicht einfach so ein bisschen durch die nicht vorhandenen Längen bei mir. Das spendet natürlich super viel Feuchtigkeit fürs Gesicht und pflegt aber auch zeitgleich noch so ein bisschen. Das erinnerte mich sehr, sehr stark hieran, an das Honey Infused Hair Repair Serum von Gisou. Das ist natürlich für die Haare gemacht. Das andere von Isana ist Fokus Haut. Hat bei mir aber ehrlich gesagt den gleichen Effekt gehabt. Ne? Es ist erst ein bisschen fliegend, dann hast du durch diesen Ölkomplex so ein leicht glänzendes Finish in den Haaren. Das ist ein sehr trockenes Öl. Ne? Ich hatte da so ein bisschen Angst, dass das irgendwie vielleicht für mich ein bisschen zu ölig wird. Absolut gar nicht. Ne? Im Vergleich zu dem Produkt, welches ich neulich euch gezeigt hatte, diesem
wahre Schätze Haarhonig oder so. Das ist voll mit Silikon und das ist sehr, 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 sehr glatt und sehr fettig und speckig in den Haaren. Hier gar nicht. Es zieht gut ein. Es ist auch eine gute Konzentration an Öl. Du brauchst nicht viel. Und gerade wenn du vielleicht Längen hast, könnte das eine gute Sache sein. Ist aber teuer. Deswegen probiert doch einfach mal das aus, ob das bei euch in den Haaren funktioniert. Es riecht jetzt nicht nach Honig, dafür nach Maracuja. Und falls ihr euch fragt, Maxim, wie hast du dieses wunderschöne natürliche Make-up hinbekommen? Haha, das sind zwei verschiedene Seiten. Ich habe eine Blush-Alternative gefunden und zwar zu dem Danessa Myricks Yummy Skin Rose and Brunch Blush. Der kommt ja in dieser kupferfarbenen Verpackung, ist sehr, sehr stark pigmentiert und kann man so ein bisschen überall benutzen. Entweder auf den Lippen, auf den Augen, auf den Wangen. Es ist ein recht matter Blush und ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Er ist natürlich ein Stückchen pigmentierter, was aber nicht unbedingt was Gutes sein muss, ne? Aber ich habe einen fast Farbtreffer gefunden und zwar von Elf. Das ist die Farbe Tahiti und ich finde, im Aufblick sehen sie sich schon ähnlich. Im Swatch sind die sich aber sehr kompakt natürlich. So trägst du die Farbe natürlich auch nicht im Gesicht auf. Auf der Haut im Vergleich, ihr seht ja jetzt bei mir auch keinen großen Unterschied, ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Ich mag die Danessa Myricks Produkte sehr gerne, aber die sind natürlich auch echt teuer. Und für mal so einen schnellen Touch of Blush, finde ich, kann man da auch gut und gerne bei dem Elf-Produkt bleiben. Das ist ein bisschen Feuchtigkeitsspender. Es wird nicht ganz so trocken wie der von Danessa Myricks. Es hinterlässt eher so einen leichten Glow. Gefällt mir ganz gut. Ich liebe die Produkte von Elf, ne? Das wisst ihr, die sind günstig, die sind gut. Elf ist so eine. Ich würde mir wünschen, dass Elf in die Drogerie kommt. Das wäre wirklich, wirklich Zeit. Es gibt einige andere Marken, die mittlerweile aus der Drogerie fliegen könnten. Um das Ganze zu fixieren, habe ich auf der einen Seite das Fenty Beauty Invisimatte Universal Powder benutzt. Das hat Rihanna ja wirklich echt geschafft, dieses Produkt am Super Bowl letztes Jahr völlig durch die, durch die Medien zu jagen. Sie hat einfach während ihres Auftritts das Puder genommen und aufgetragen und es war in Sekunden, hat sich das tausende, ach, hunderttausendfach verkauft. Gutes Produkt. Das ist ein transparentes Puder. Also das würde ich immer eher benutzen, um punktuell vielleicht so ein bisschen zu korrigieren oder punktuell etwas zu mattieren. Es hinterlässt keinen weißen Film, aber du darfst nicht zu viel benutzen. Du brauchst auch nicht so viel. Aber Fenty Beauty ist natürlich auch recht teuer, weswegen ich eine günstigere Alternative im Rossmann Online-Shop für euch entdeckt habe. Das ist von Narm. Narm hatte ich euch schon mal vorgestellt. Das ist eine polnische Marke. Du kannst auch das hier aus der Verpackung rausnehmen und dann in vielleicht so eine Magnetpalette machen. Ist ein transparentes Puder. Es ist ein bisschen decken darf, wie ich finde, als das von Fenty Beauty. Hinterlässt im Vergleich zum Invisimac-Produkt aber auch keinen großen Unterschied. Du hast hier auch noch einen Spiegel mit drin. Hier sind 10 Gramm drin und bei Rihanna sind 8,5 Gramm drin. Also das macht auch da nochmal einen Unterschied. Das musst du auch erstmal leer kriegen, wenn du immer nur so ein bisschen nimmst. Also das ist ja kein Puder, um, weiß ich nicht, zu baken oder zu fixieren, sondern um zwischendrin mal so eine ölige Stelle ganz leicht so ein bisschen Glanz wegzunehmen, um das Gesicht zu mattieren. Ich mag die Produkte von Narm sehr, sehr gerne. Sie funktionieren für mich ausgezeichnet gut. Narm hat wirklich, wie ich finde, eine Expertise in Puderprodukten. Sie haben ja eine Vielzahl an Puderprodukten. Darüber hatten wir neulich schon einmal gesprochen. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video drehe, aber ich habe sehr, sehr viele Puderprodukte von Narm gekauft und wir müssen uns da mal so ein bisschen durchtesten. Und zu guter Letzt habe ich für euch noch eine Alternative. Ich habe schon oft Alternativen dazu gefunden, zu der Hourglass-Palette. Hourglass macht tolle Produkte, made in Italy. Das ist immer, wie ich finde, eine der höchstwertigsten Puderprodukte, die aus Italien stammen. Und da habe ich diese beiden Bronzer hier gemischt. Die sind sehr, sehr schimmrig. Ich finde sie schon fast für mich zu schimmernd. Deswegen war ich ganz froh, dass ich von Kiko eine Alternative gefunden habe. Und die sieht so aus. Die ist ebenfalls in Italien produziert worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie vielleicht in derselben Fabrik produziert wurden. Aber ganz im Ernst, das ist mir Wumpe. Das ist mir wirklich egal, ob sie in derselben Fabrik produziert werden. Ich mag gebackene Texturen sehr, sehr gerne. Sie sind immer sehr, sehr hochwertig. Sie funktionieren auch auf texturiertere Haut sehr gut. Obwohl sie immer so einen ganz leichten Schimmeranteil mit drin haben. Ich finde, der wird durch das Backen und dann im Anschluss nochmal durch das Fixieren ein bisschen weicher und diffus das Licht sehr, sehr schön im Gesicht und ist eine große Empfehlung von mir. Das ist der Silky Glow Baked Bronzer. Ich habe ihn in der Farbe 1.
Ich habe diesen hier bei Lookfantastic gekauft und ist, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Mischung und auch vor allen Dingen eine gute Alternative zu den beiden Farben gemischt. Der ist so ein bisschen dazwischen, ne? Also wenn man das mischt, ich habe das ja auch eben aufgetragen, siehst du am Ende auch hier keinen Unterschied mehr. Und das waren so ein paar schnelle Drogerie-Alternativen, die ich euch gerne mit auf den Weg geben wollen würde. Ich muss es dazu noch mal sagen, es heißt nicht, dass ich auch nicht die teure Version empfehlen kann, sondern ich muss natürlich in meinem Job und ne, ich probiere euch einfach zu zeigen, was es gibt und nicht immer zu sagen, okay, ihr braucht das, ihr braucht das, ihr braucht das, sondern mein Job ist es mittlerweile eher geworden, euch einfach vorzustellen, was es gibt und euch zu sagen, mir hat das gut funktioniert, bei mir hat das gut gefallen, aber am Ende des Tages müsst ihr selber entscheiden, für welche Version ihr euch entscheidet. Und ich habe schon ganz, ganz oft gelesen, dass viele auch beispielsweise vor allen Dingen bei Charlotte Tilbury Produkten dann sagen, nee, ich bleibe trotzdem bei den Charlotte Tilbury Produkten, die funktionieren für mich einfach doch nochmal ein bisschen besser und dann nehme ich lieber einen günstigeren Augenbrauenstift, anstatt 37 Euro für 0,0374 Gramm auszugeben. Da kann man dann immer so ein bisschen schauen. Damit wir darüber einmal gesprochen haben, danke ich euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.